Hallöchen und herzlich willkommen, meine Freunde, hier zu einem neuen Eurotruck Simulator 2 Video. Ja, heute gibt es den Mercedes-Benz SK. Ich musste herausfinden, dass das Mercedes-Benz Schwereklasse heißt. Boah, buff. Hätte ich nicht erwartet. Ich verstehe aber auch nicht, was die mit Schwereklasse meinen. Naja, gut. Es gibt in vielen verschiedenen Ausführungen. 520 Liter Tank, das ist die Standardauswahl. 680 Liter oder in meinem Fall habe ich 900 Liter ausgewählt. Die Standard PS-Zahl ist hier bei 435. Wie sich's gehört für einen ordentlichen LKW, nehmen wir 530. Bei dem Retarder sieht man hier auch ganz gut, Powerschaft G3, 130, 12 ist das standardmäßige. Oder dann halt hier im 8+1, was jetzt auch kein großer Unterschied ist zwischen den beiden. Gar kein Unterschied, doch ist ein bisschen schneller. Ja. Oder halt hier das 12-Gang-Getriebe. Wir nehmen das 12-Gang-Getriebe, ist angenehmer. So, Innenräume gibt es hier auch verschiedene. Einmal Standard mit einem anderen Muster. Oder hier halt eben exklusiv, wo es halt eben so aussieht. Finde ich ehrlich gesagt sehr viel schöner. Ja, finde ich sehr viel schöner. Farben, da ist das die Standardauswahl. Finde ich gar nicht schön. Finde ich wirklich gar nicht schön. Ich habe dann lieber hier so dieses wunderschönen Metallic Silberne. Ich werde daran auch nichts ändern. Auch wenn man das hier ändern kann, brauche ich nicht. So, hier gibt es dann auch ein paar Auswahlmöglichkeiten. Hier weiß ich allerdings nicht, wie groß das ist. Das tut mir echt leid. Ja, reicht aber auch so. Also wie 4 MB quasi. Ja. So, hier werden wir auch ganz normal halt, ne? Noch ein paar Dinge dazu machen. Hier noch so ein Original-Mercedes-Logo. Ein Mercedes V8-Logo. Hier machen wir Lack draus, weil es halt schön aussieht. Hier machen wir auch noch Lack. Dann lassen wir das in Lack. So, hier gibt es dann die Goodyear Carmex Generation 2. Hier kann man auch noch, das ist sehr schön. Respekt, das ist auch das Originale. Ja. So, ich mache das hier in Schnelldurchgang, also nicht wundern, ne? Das seht ihr ja, merkt ihr ja. Ich würde sagen, wir nehmen das oder lassen das. Das ist okay so. Ja, und das ist dann quasi schon der LKW. Mensch, 4 Minuten, so schnell habe ich noch nie einen LKW gebaut. Aber mehr gibt es auch nicht zu sehen. Und für mich, achso, Moment, der Innenraum noch. Ja, hier ein GPS, sehr gut, ein sehr großes GPS. Sehr, sehr gut. Hier halt eben das kleine Bettchen. Hier oben haben wir auch noch ein kleines Bettchen. Hier kann man nichts weiter dran baumeln. Nö, das war es dann auch schon. Ja, 42.405 Euro nur. Nicht wirklich viel. Finde ich sehr schön. Ist ein sehr günstiger LKW. Bestimmt auch ein sehr pragmatischer LKW. Naja, wir werden es sehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt sofort wieder im Spiel. In unserem wunderschönen Aberdeen, beziehungsweise hier unten in Madrid, wo wir dann auch gleich loslegen werden. Okay, dann bis gleich, meine Freunde. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu diesem wunderschönen LKW. Ich bin bereits bis hierhin gefahren und uff. Einfach nur uff. Ich habe mir jetzt einen 545 Kilometer langen Auftrag gesucht. Das heißt, es werden roundabout 2 Folgen werden. Jetzt bis etwa 300 Kilometer. Das heißt, die Folge hier wird auch nochmal ein paar Minuten länger dauern. Und die nächste dann 300 Kilometer. Das sollte dann eine normale Folgenlänge werden, denke ich. Ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Da habe ich dann bis zum 20.04. tatsächlich auch Folgen. Mensch, ist ja auch nicht schlecht.
Ja, heute dreht sich's aber hier um diesen wunderschönen Mercedes-Benz M. Ach nee, nicht MK, sondern SK. Ein echt vom Außen her wunderschöner LKW und von innen genauso schön vom Sound her, der Hammer. Ja, Hammer, einfach nur Hammer. Und ich bin jetzt ruhig und ich mache hier den Motor an. Das hört sich schon verdammt gut an. So, das ist das Licht. Das ist noch nicht für die 1.40 richtig optimiert. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Das sieht aber auch nicht allzu schlecht aus. Muss man halt einfach schon mal so sagen, wie es ist. Von innen her ein Hammer-LKW. Vom Sound her ein Hammer-LKW. Also, es macht Spaß, diesen LKW zu fahren. Und ich mach's noch mal für euch. Mache ich den Motor noch mal aus. Klingt auch sehr cool. Und wir machen den von innen noch mal an. Echt schön. Ja, wie gesagt, wir werden jetzt etwa bis 300, vielleicht auch 350 Kilometer fahren. Ich werde zwischendurch mal auf die Uhr schauen. Und ja, werden zu unserem Ziel nach, ich habe vergessen, wohin fahren. Irgendwas mit Ginji? Ginji? Irgendwie sowas ist das. Ich habe es tatsächlich vergessen und ja, naja, ist auch nicht weiter dramatisch. Im Thumbnail und in der Videobeschreibung steht auf jeden Fall der Ort, wenn ich es nicht vergesse. Und da findet ihr auch die Mod hier aus dem Steam Workshop. Ist der hier, glaube ich. Doch, ist aus dem Steam Workshop. Und ja, da könnt ihr den euch genauso runterladen. Und es, wie gesagt, es ist ein Hammer-LKW. Es macht verdammt viel Spaß, mit dem zu fahren. Ich bin erst, ich glaube, 100 Kilometer gefahren oder so. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich kann es nicht genau sagen, wie weit ich gefahren bin mit dem LKW. Auf jeden Fall, was ich bis hierhin gesehen habe, macht Spaß. Macht einfach nur verdammt Spaß. Also das, was die Mod-Community so raushaut, das ist der Hammer. Das ist einfach nur der Hammer. Muss man einfach so sagen, wie es ist. So, sorry für den Cut. Ich musste ganz kurz meinen Kater beherzigen, dass er da nicht hochzuspringen hat, wo er gerade oben hochgesprungen ist. Ja, jetzt ist er gerade wieder aktiv, was natürlich für mich gut ist. Denn dann weiß ich, sobald ich mich dann in einer Stunde, würde ich schätzen, ins Bettchen legen kann, dass ich dann auch schön schlafen kann. Das freut mich natürlich. Das habe ich euch ja schon sehr häufig erzählt, dass ich hier und da doch schon mal Probleme hatte mit meinem Kater. Gerade was Schlafen angeht. Aber ich war jetzt ein Wochenende nicht da und seitdem geht's eigentlich. Seitdem ist er relativ ruhig. Wobei ich aber auch sagen muss, vielleicht höre ich das nachts einfach nicht mehr, weil ich ja das mit den Ohren hatte. Und ich habe aktuell das Problem, dass ich, sobald ich mich hinlege auf eine Seite, dass ich dann über mehrere ja, Stunden eigentlich nichts mehr höre. Also quasi eigentlich schon die ganze Nacht. Und dann am nächsten Morgen muss ich erst wieder ein paar Minuten lang sitzen, bis ich dann wieder was höre. Ja. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Vielleicht liegt es auch noch da dran und der ist nachts immer noch so aktiv wie vorher. Kann ich natürlich nicht sagen. Weiß ich natürlich nicht. Ja. So, wir fahren hier natürlich
unsere 40, auch wenn ich hier deutlich schneller durchgefahren wäre, lieber ein bisschen schneller gefahren wäre. Ja, ist aber auch nicht weiter dramatisch. Dann halte ich mich halt hier eben an die Geschwindigkeiten. Ja, bleibt mir jetzt sowieso nichts anderes übrig. Um ehrlich zu sein. Tanken müssen wir nicht. Wir haben den großen Tank mitgenommen, also mit viel Sprit. Und dementsprechend ist es für uns auch kein Problem, würde ich sagen. So, Tempomat hat das Gerät. Also anscheinend gab es den Tempomaten doch schon so lange. Ich hatte ja von dem MP1 gesagt, es war mir bis dato nicht bewusst, dass die damals schon die Tempomaten hatten. Aber hier gibt es noch einen Hebel dazu, der sich dann auch mitbewegt. Ja, also wird es wahrscheinlich einen Tempomaten hier in dem Spiel, beziehungsweise in den LKWs schon geben. Ich weiß es natürlich nicht. Ja. Ach ja, ist das schön. Ach, ich muss wirklich sagen, es ist schön hier lang zu fahren. Dann noch mit so einem LKW. Oh Mann, ist das schön. Man muss halt auch wirklich sagen, so gerade die spanischen Sachen, die spanischen, die russischen und so weiter und so fort, sind da eher so die älteren Fahrzeuge, sage ich jetzt mal. Gibt ja, also ich persönlich, wie gesagt, war noch nicht in beiden Ländern. Ich war in keinen von den beiden Ländern und kann dementsprechend auch nicht sagen, okay, es ist wirklich so, dass da hauptsächlich ältere LKWs zum Beispiel rumfahren in den beiden Ländern. Oder ältere Autos oder. Aber das, was man schon so sieht bei Crash Compilations und sowas, ja, sind dann doch schon ältere Modelle. Na, so ist das halt. Ach, ist das schön. Es ist. Mensch, also ich muss sagen, der LKW, der gefällt mir, denn den muss ich öfter mal fahren. Definitiv muss ich den LKW mal öfter fahren. Ja, jetzt habe ich 3 LKW, die ich durchaus gerne fahren würde. Na, mal sehen. So, sorry nochmal für den Cut. Wir fahren definitiv bis 300 Kilometer. Ich muss halt mein Kater zwischendurch mal sagen, dass er da nicht hochzuspringen hat. Es ist ein bisschen schwieriger manchmal. Aber der macht mir halt eben auf dem da oben nur Blödsinn, holt immer wieder meine Sachen hier runter. Ich musste das letzte Mal den Stöpsel von meinem Waschbecken suchen. Ich habe den nicht mehr gefunden und um ehrlich zu sein, sehe ich den jetzt auch nicht mehr. Ich hoffe, dass den mein Kater nicht wieder irgendwohin verschleppt hat. Den habe ich dann durch Zufall, weil er damit gespielt hat, auf dem Bett gefunden. War auch echt krank. Und jeden Tag oder jedes Mal verliere ich einen Schwamm durch meinen Kater. Es ist auch nervig, ne? Ich benutze ihn einmal zum Abwaschen und dann, ja, den nächsten Tag liegt er zerpflückt in der Ecke. Ich meine, es ist lustig, ja? Aber es ist so, weißt du, er benimmt sich zum Teil so, als ob er gar kein Spielzeug hätte, weißt du? Er hat so viel. Ich gebe ihm jedes Mal aufs Neue neues Spielzeug. Ich bringe ihn fast jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, was mit. Weil ich halt eben weiß, okay, er ist sehr zerstörerisch, was sein Spielzeug allgemein angeht. Das ist also, das ist schon der Wahnsinn. Ich kann wirklich 5, 6 Sachen im Monat kaufen. Das war jetzt nicht mein Fehler. Ich kann jetzt 5 bis 6 Sachen im Monat kaufen. Und dann, ja, er macht sie kaputt. Also, das ist schon der Wahnsinn. Ich meine, er ist auch alleine, ja, das muss man halt alles auch dazu sehen. Er ist alleine, wenn ich hier aufnehme und sowas, dann ist ihm deutlich langweiliger. Ansonsten spiele ich halt aber auch gerne mal mit ihm. Ja, es ist halt eben so, da macht er halt immer Blödsinn. Ist okay, ich war auch nicht böse, als wenn er das macht.
Aber ich möchte halt eben nicht, dass er da oben rumspringt. Das ist halt eben mein Problem. Weil er dann schon des Öfteren auf den Kühlschrank wollte und er hat mir dadurch schon, einiges kaputt gemacht, was oben auf dem Kühlschrank war. Er hat mir zum Beispiel mal eine Flasche Öl runtergeschmissen. Ist schwieriger, das wieder wegzubekommen oder ist schwieriger, das wieder aufzuräumen. Er hat mir da auch schon das ein oder andere Glas kaputt gemacht. Er hat es sogar schon mal geschafft, mich so dermaßen zu erschrecken, dass ich schon geglaubt habe, hier spukt es. Weil, es war auch sehr, sehr komisch, er war bei mir, also er war vorher auf dem Kühlschrank drauf, ist dann zu mir gekommen, so ein bisschen kuscheln und so, und auf einmal rumst es richtig, 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 richtig krass in der Küche. Da hat er mir, oder dann sind dadurch halt, dass er da oben gewesen ist, zwei Gläser von Nutella und, also die richtig großen, die massiven, volle. ich glaube, zu dem Zeitpunkt war bloß eins voll, das andere war halt halb. Und hat noch zwei Gläser allgemein Schokoladenaufstrich. So dunkle Schokolade mag ich ganz gerne, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ist er auch da hochgesprungen und ist dann natürlich runtergefallen. Er war bei mir. Ist so aufgeschreckt wie keine Ahnung was. Es war auch richtig krass. Ja, und dann war es halt so, ne? Es hat runtergefallen und es war halt niemand in der Nähe. Und ich konnte mir das nicht erklären, weil ich nicht wusste, dass er da hochgekommen ist. Naja, Ende vom Lied. Es war jetzt nichts kaputt. Die Nutella-Gläser waren komischerweise ganz, obwohl die auf zwei spitze Kanten gefallen sind. Und dann noch runter auf den Boden. Ja. Die Flasche Öl hat es auf jeden Fall entschärft gehabt. Das war, wie gesagt, eine Sauerei, das wegzumachen. Bis heute ist es noch rutschig an der Stelle. Also bis heute ist es noch wirklich schlimm. Ja. Naja, mal gucken. Was da noch so mit dem kleinen Mann passiert. Ja. Und dann allgemein macht er halt deutlich mehr Blödsinn aktuell. Also er ist gerade in so einer richtig pubertären Phase. Nach der Kastration habe ich ehrlich gesagt gehofft, dass es nach einer gewissen Zeit ruhiger wird. Ja, bis auf das Schlafen ist es nicht ruhiger geworden. Absolut nicht. Er hat manchmal immer noch so seine extremen 5 Minuten, die dann halt auch mal länger dauern. Ja, es ist schon... Ja, unschön. Gut, 248 Kilometer. Ich wollte eigentlich gar nicht so lange, aber jetzt habe ich mich wieder verquatscht. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Am 20.04., also in 2 Tagen geht's weiter. Ich, wie gesagt, bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wenn euch der LKW gefällt, können wir auch gerne noch ein paar Touren damit machen. Schreibt es in die Kommentare. Ich bin offen für alles. Das wird sich dann ein bisschen verzögern, weil ich in der Zwischenzeit wieder ein bisschen was aufgenommen habe zu ETS und Co. Also nicht wundern. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Labitonix. Ciao. Mit V.